Der war konstant, aber in der Seng kacke ich ab. Sonst habe ich eigentlich immer einen guten Überblick, was bei mir falsch läuft und so. An der Seng checke ich es nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil da kommt einfach dieser große Punkt Trauen mit dazu. Das ist halt jetzt schon ein bisschen Risiko. Das weiß keiner so richtig, was er machen soll. Also gefühlt kann ich nicht schneller fahren. Schleiz ist für mich die anstrengendste Strecke. Ja, wir sind in Schleiz. Und wie ihr schon sehen könnt, wir stehen auf festem Boden. Das ist einfach das Geile dran. Wir konnten uns hier mal bei Jens Holzhauer breit machen, hier unten im Fahrerlager 1. Nicht so wie letztes Jahr, dass wir quasi mit Brettern auf einer Wiese gekämpft haben. Weil Schleiz anders ist, mit Mechaniker oftmals etwas stressig, mit Reifenluftdruck oben, auftanken, Box, dann vielleicht einsetzen der Regen, dann muss man hier die Box vor Überflutung schützen und natürlich wegen dem ganzen Aufbau. Diesmal mein Vater mit dabei. Ja, da schule ich so ein bisschen, auch wenn bei mir mal was sein sollte, dass er da für mich in die Bresche springen kann und den Schrauberpart übernehmen kann. Ja, gestern Abend haben wir am Fahrwerk noch ein bisschen Setup-Anpassungen gemacht, dass das Motorrad leichter um die Kurve geht. Mal die Daten vom vorigen Jahr übernommen, auch die Fahrwerksdaten ein bisschen angepasst, also das Fahrwerk-Setup sowieso gesehen. Auf dem Zelt prasselt so leicht drauf, so ein ganz leichter Regen. Vielleicht müssen wir noch kurzfristig umstecken, dementsprechend dann nochmal das Fahrwerk anpassen. Das ist so ein bisschen die Nervosität, die gerade hier im Raum ist. Wird heute sehr wechselhaft, gerade der Freitag ist somit der kritischste Tag. Hier in Schleiz hat man natürlich so gut wie nicht die Möglichkeit zu trainieren. Also ich bin hier das letzte Mal wirklich letztes Jahr gefahren. Wir legen jetzt Strom in die Boxengasse. Wenn jetzt rot ist, Abbruch, dass Herr Matze quasi hierher kommen kann und wir sofort die Reifenwärme draufziehen können, weil der Weg ins Zelt quasi eigentlich zu lange ist für eine kurze Unterbrechung. Wenn du dich gut fühlst und sagst, ah, Willi-Kontrolle ist zu viel, gehst du mal auf Modus 1. Willi-Kontrolle ist zu wenig, gehst du auf Modus 3. Also ich habe mir wirklich beim Fahren gedacht, crazy, also Schleiz ist doch noch mal was anderes. Da kommst du auch nicht so schnell rein wie andere Rennstrecken. Weil da kommt einfach dieser große Punkt Trauen mit dazu. Du musst hier viel blind über diesen Buchhügel drüber und in diesen schnellen Passagen umlegen. Die schnelle Truppe hat mich gleich überholt, da wollte ich versuchen dran zu bleiben. Sofort gemerkt in den ersten zwei Kurven, ah nee, ich brauche noch irgendwie ein bisschen Mist gehabt. Ist hart, ich habe mich zweimal verbremst. Thema Knieschleifer. Buchhübel links auf die rechte, bin so am Körb hängen geblieben. Das hat richtig wehgetan an der Kniescheibe, wirklich. Das sind keine Körbs, sondern Rasengittersteine hier. Und wenn man das nicht weiß, dann fliegt entweder mal so ein Knieschleifer ab oder es scheppert halt richtig, weil da hakst du halt ein. Bei der langen Links, ich hatte da beim Schaltvorgang, hatte ich den übelsten Ausbrecher am Hinterrad. Also ich musste teilweise schon vom Gas gehen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt schalte in der Schräglage, rutscht mir das Hinterrad komplett weg. Erstmal noch wenig. Ja, mach erstmal noch wenig. Zweitens, ja, ja. Leistung weg. Das ist hier eine Technikpassage. Und Matze als Tipp. Mach dich in dem Sektor so klein wie du kannst. Fährst du so, lenkt das nicht. Arme rein, klein hinter die Verkleidung, dann lenkt das. Wir fahren jetzt hoch, einfach aus dem Grund, dass quasi der Ausgang nach dem Turn oben ist. Bis er quasi den Weg hier runterfährt, ist der Luftdruck komplett verfälscht. Um Werte zu bekommen, mit denen wir arbeiten können, müssen wir eigentlich quasi den direkt da oben am Streckenausgang abfangen.
Reifenbild war in Ordnung. Eine Sache, was mir aufgefallen ist, was ein richtiges Problem war, dadurch, dass vor uns eine riesengroße Pfütze ist, weil der Truck neben uns lässt irgendwie Altwasser hier raus und das läuft genau bei uns rein. Ich bin wirklich von der Fußraste abgerutscht. Ich falle dir jetzt mal nach. Alles halb so wild, dafür ist das Training da. Bin dann schon noch reingekommen. Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir die Schwierigkeiten, die Matze hat, probieren, fürs FP2 zu eliminieren oder etwas zu touchieren. Hier geht's easy. Hier ist wie blockiert. Ich muss drehen. Das ist ja irgendwas richtig. Lass mal zeigen. Wir haben auf dem Reifenständer hinten einmal einen Satz Regenreifen angefahren. Für quasi Mischbedingungen gut, wenn es richtig, richtig ins Wasser steht. Wissen wir auch nicht, ob wir rausfahren. Ein SC0 steckt hinten bereit und wir bereiten jetzt quasi nochmal einen 1er-Satz vor. Aber 0er, falls unerwarteterweise die Sonne rauskommt und wir eine Asphalttemperatur haben, die nach oben geht, fahren wir auch 0 hinten. Aus den Daten konnte ich schon lesen, dass meine Drehzahlen viel zu niedrig sind. Und, wir gehen im hinteren Kettenblatt. Eine Nummer größer, 400, 500 Umdrehungen macht das Unterschied. Scheiße! Wir haben das benötigte Kettenblatt nie mit. Aber wir können es halt nicht herzaubern. Wir machen uns am Anfang der Saison eine Liste. Was brauchen wir an Material? Schon spät bremsen, aber nicht überaggressiv. Überall Speed halten hier. Ist ähnlich wie ein Assen, nicht wie Most. Most ist Stop and Go. Flüssig erfahren. Genau, flüssig und immer versuchen, kein Speed zu verlieren hier, gerade in den schnellen Passagen. Wir puckern jetzt mal, dass es relativ zügig abtrocknet in den nächsten 15 Minuten, dass wir mit Slicks rausgehen. Aber wir warten wahrscheinlich mal 2 Minuten und ich schaue in der Boxengasse, ob die mit Slicks fahren oder nicht. Weil wenn die ersten reinkommen, dann werde ich Lukas das Signal geben, dass er auf Regen umbaut. Ich habe hier nicht trainiert, deswegen ist ja jedes Training wichtig. Deswegen fahre ich auch im Regen bzw. bei allen Wetterbedingungen raus. Flo ist gerade schon an der Boxenmauer und guckt gerade nach. Er schreibt gerade, 80% fahren mit Slicks raus und 20% fahren mit Regenreifen raus. Die Stadtziel wäre schon trocken. Ein paar sind mit dem Slicks wieder in die Box rein. Flammern ist draußen geblieben. Das ist halt jetzt schon ein bisschen Risiko. Und das müssen wir... Weiß keiner so richtig, was er machen soll. Das ist ein super Training für ihn. Ja, gucken wir mal wieder. Aber erstens mal, die Strecke ist leer. Er kann seinen Stiefel fahren. Als ich dann gefahren bin und ich irgendwann gemerkt habe, dass unten in die Sengreihen es dann doch sehr nass wurde, noch doch sehr viele nasse Stellen waren, ist mir dann wieder gekommen, oh ja, Matze, pass auf, das ist alles nicht so ohne. Nach dieser Spitzkehre, wo man so langsam ist da hinten. Wenn da du die, wenn du den Berg hochfährst. Wenn genau, du da kriegst du so einen leichten Bump aufs Vorderrad und dann muss ich so reinzappen, also ist wirklich krass. Zwischenzeitlich hat mich dann mal Johann Flammern überholt, der hat eine ganz gute Pace drauf und der ist dann vor mir in die Senke reingefahren und ich dachte mir schon so, oh, ob das mal so gut geht. Der hat wirklich einen Speed drauf gehabt und unten, als es dann links rumging, hatte dann auch einen so einen kleinen leichten Highsider, wo ich dann auch gedacht habe, ja. Das war auf jeden Fall so ein kleiner Schockmoment. Ich dachte wirklich, den haut jetzt runter. Aber hat er noch mal gut gefangen, hat dann auch erstmal langsam gemacht. Du drehst noch zu hart zu. Ja, weil ich Angst hab. Ja, klar hast du Angst. Alter, du fährst da runter. Du kommst da mit 228. Du drehst doch zu stark zu. Ich möchte nicht mehr sehen, wie du da drin hast. Wenn du um eine Kurve zufährst, ist das die normale Intuition. Ich wäre wahrscheinlich noch immer ansatzweise so schnell, weil ich mir da schon beim Rausbeschleunigen in die Hose scheiße. War ganz lang unter den Bedingungen da der Schnellste. Natürlich auch ein Zeichen der Risikobereitschaft, muss man auch wissen. Im Prinzip für uns ein guter Praxistest gewesen. Schau mal, du bist jetzt im Nassen eine Sekunde langsamer. Echt? Wie bin ich gefahren? 31. Echt? So, erster Sektor ist wohl dein Sektor, wa? Ja, krass. Also erster Sektor bis zu 2 Sekunden. Echt? 1 bis 2 Sekunden schneller wie der Rest. Ja krass, das läuft ganz gut, ne? Aber die Eier haben in den Sengreihen, die holen da die Zeit. Ne?
Die Aufregung steigt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es schwierig wird, gerade in der Schweiz. Das ist nicht unbedingt meine Hausstrecke. Ich fahre jetzt hier das zweite Mal. Wird sich zeigen, kann aber auch sein, dass ich hier absolut rasiert werde wieder. Jetzt hat es wieder aufgeklärt. Die Strecke passt, also von daher. Wir haben Sonnenschein. Die Asphalttemperatur geht auf jeden Fall hoch. Da fahren wir hinten 0 und vorne 1. Wir werden das 1er Vorderrad wieder fahren. Also sprich, doppelt fahren. Morgen früh auch. Ziel wäre schon 28 tief, 27 hoch. Ich habe ja eigentlich mit Lukas besprochen gehabt, dass wir ein bisschen früher rausgegangen sind. Ich bin hier rausgefahren, auf einmal fahre ich davor und sehe wirklich, alle Leute sind wirklich schon vor mir draußen und stehen schon an. Ich bin einfach Philipp Gengelbach gefolgt. Ich bin dann als Vierter raus, direkt hinter Max Melzer. Hatte aber so ein paar Probleme, die ich normalerweise eigentlich gar nicht so gewöhnt war. Zum Beispiel Kurvenausgang war ich irgendwie nicht so schnell. Irgendwann hat Max aber dann auch langsam gemacht. Da habe ich den dann überholt, bin dann ein bisschen freigefahren. Und dann kam es dazu, dass vor mir ich eine grüne Cover gesehen habe. Und ich dachte schon so, oh, vor mir, das kann eigentlich fast nur Jörn Flammer gewesen sein. Ist da gestürzt. Ja, hab schon mitbekommen, ihm geht's gut, hat ein paar blaue Flecken. Du hast eben nicht so geile Auslaufzonen. Schleiß ist einfach ein bisschen gefährlicher. Ich habe dann schon gesehen, ich war kurze Zeit mal auf Platz 5. Vor uns war dann noch Marc Buchner, der hatte irgendwie, glaube ich, technische Probleme. Und Kevin ist dann irgendwie Marc Buchner hinterher gefahren und dann konnte ich beide überholen. Aber habe es dann doch nicht geschafft, meine Rundenzeit nochmal zu verbessern. Also er hat eine Runde, die war wirklich gut schnell, das war die 28,5 und danach hat er rapide abgebaut. Da müssen wir mal analysieren, woher es kommt. Es kündigt sich an, dass das gegebenenfalls eine Schraube intensive Nacht hat. Ja, was kommt als nächstes? 26, 27 her, damit ich wirklich Top 5 immer mitfahre, wird hart. Ich vermute mal, es ist so ein bisschen Komfortzone dann gewesen. Wir werden später dann nochmal genau schauen, wo er da schneller gefahren ist und warum dann nicht mehr. Ja. Die ersten fahren gerade 26. Ich muss auf jeden Fall auf den 27 kommen, um irgendwie in der Nähe von der Top 5 zu sein. Den zweiten Gangkurven kommt er irgendwie nie raus. Da fehlt es an Beschleunigung. Ich weiß schon, woran es liegt. Die Frage ist, ob man es wirklich braucht. Gehört auch zur TC, nennt sich Slide Rate Control. Und die hält in tiefen Schräglagen hält die Mehrdrosselklappe zurück, damit er eben solche Geschichten wie High Side und so Zeug nicht hat. Ich denke mal, ich werde es wieder zurückbauen. Dann geht das Ding wieder. Gut was zu tun. Also neben den normalen Wartungsarbeiten haben wir jetzt gerade über Honda Holzhauer bzw. HRP ein 48er Kettenblatt organisiert gekriegt, also das Problem von heute Mittag. Plus die Info, dass wir den Radstand verlängern sollen. Einfach um die Wheelie-Neigung noch etwas zu dämpfen, quasi die Power im zweiten Gang, gerade in der Spitzkehre hier in Schleiz, richtig auf den Boden zu bekommen, auch im richtigen Drehzahlbereich zu sein. Also wir schmeißen die Kette jetzt, die aktuell drauf ist, runter, haben jetzt von Honda Holzhauer noch eine Kette bekommen, müssen die aber auch verlängern, weil normalste Standardmaß bei der Honda 120 Rollen. Das heißt, wir gehen jetzt auf neue Kette und zernieten nochmal eine andere Kette, um das zu verlängern und dementsprechend 122 Rollen zu haben. Ja, einfach wieder die Muskeln ein bisschen aufwärmen, ein bisschen in die Gänge kommen. Das ist ja immer alles nicht so meine Zeit hier so früh. Vorne müssen wir keinen Reifenaufkleber drauf machen, weil der ist ja noch von gestern drauf. Wir haben ja nur 7 Reifen zur Verfügung und müssen die quasi in den Qualis und in den Rennen nutzen. Das heißt, wir müssen einen Reifen doppelt fahren und das ist in der Regel in dem Quali das Vorderrad. Wollen wir es machen, mit dem Rausfahren. Weil gestern also ich kann das wie letztes Mal machen, ich drehe mich einfach vor. Das ist auch eine Option. Ich habe
leider nicht mehr geschafft, mich irgendwie vorzudrängeln. Musste erstmal ein paar Leute überholen, um so ein bisschen meine flüssige Fahrt aufzunehmen, ehe ich das überhaupt machen konnte. Habe ich dann erstmal schon mal den ersten Verbremser gehabt. Und dann war ich natürlich erstmal wieder raus. Problemstelle ist definitiv die Senk. Es ist einfach eine Mutkurve. Fährst einfach ziemlich schnell rein und musst fast so gut wie ungebremst da das Motorrad umlegen. Das fällt mir auf jeden Fall noch schwer. Die technischen Änderungen, die wir gestern Abend an dem Motorrad noch gemacht haben, werden Matze da auf jeden Fall helfen, besser aus den Ecken rauszukommen. Gerade die Übersetzung spielt mehr Spitzkehre, eine Riesennummer. Ganz komisch, weil ich weiß ganz genau, manchmal fährt man seinen Stiefel und denkt sich, oh, das war eine langsame Runde, verbessert sich um eine Sekunde. Jetzt dachte ich wirklich, Alter, das lief besser, hier fahre ich viel smoother. Und ich verbessere mich kein Stückchen gerade. Hab dann auch relativ schnell gemerkt, Flo hat mir kurz vorher noch mal gesagt, wenn ich zu viel B-Spin habe, dann soll ich einmal noch mal kurz in die Boxengasse kommen. Das habe ich auch gemacht, ich bin dann noch mal kurz in die Box gefahren. Und dann ging das auch schon ein bisschen besser, weil Hinterradgrip war in den ersten Runden gar nicht so gut. Ich habe dann noch eine Runde noch mal pushen können und Gott sei Dank war dann noch mal wenigstens eine kleine Verbesserung für Q2 am Start. Bin dann noch mal eine 28 tief gefahren, also eine 28,2. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem noch mal einen Platz nach hinten gerutscht, vom 9. Platz auf den 10. Du hockst auf dem Motorrad, gibst Vollgas und fühlst dich auch in teilweise Abständen auch schneller. Und dann schaust du am Start- und Zielende auf deine Zeit und es ist eine langsame Zeit drauf als vorher. Da verstehst du die Welt nicht mehr. Ja. Guckst du, es kann nicht. Es zermürbt dich dann, ne? Ja. Also gefühlt kann ich nicht schneller fahren. Ja. Schleiz ist für mich die anstrengendste Strecke. Ich würde so gern so alle, die hier rumstehen, so das Gefühl vermitteln, wie sich das anfühlt, wenn du im 6. Vollgas da runter und dann noch mal kurz springst und dann voll ankerst. Finde ich fast auch verrückter als die 6. Ja, finde ich auch. Setup-technisch würde ich jetzt gar nichts mehr verändern. Es ist wie gesagt nur Linie. Fürs Rennen will ich jetzt kein Risiko mehr eingehen. Der größte Knackpunkt, den ich noch sehe, ist gar nicht mehr die Senken beim Matze. Sondern? Den Buchhöbel runter. Wo ich gut mache, dachte ich. Die Linie passt, aber du fährst zu langsam durch die Kurven. Du machst zu wenig mit deinem Oberkörper. Guck mal, wo der lang fährt. Der mit dem Ellenbogen durch den Dreck. Du siehst ja da, wo das Rad ist. Das ist ganz knapp an der Linie ran. Jetzt geht alles um die Launch Control und um einen Start. Also wir werden das Setup vom Bike so lassen, dass sich Matze da noch weiter reinfindet, gar nicht mehr großartig viel verändern. Die Asphalttemperatur liegt oberhalb der 30. Wir gehen hinten wieder auf den Nuller. Schleiz ist einfach auch reifentechnisch nicht so ganz einfach für uns im Cup, weil hier der 1er und der Nuller nicht so viel Performance bringen. Das Ganze liegt daran, dass es natürlich normal eine Bundes- und Landstraße ist. Quasi das, was wir in Oschersleben von Autos drauf hatten, hier auch nicht vorhanden ist. Die Autoreifen, die ist ja eine normal befahrene Straße, die haben kaum Abrieb und dadurch ist der Asphalt quasi sehr roh und auch gar nicht so eingefahren. Das heißt, hier ist einfach der Grip am Hinterrad nicht so vorhanden. Ich bin aufgeregt, was soll ich sagen? Ich bin richtig aufgeregt. Ziele sind immer Top 5. Für den Pre-Start ist normalerweise der Ablauf, zuerst wird ein Schild ausgehalten, eine Minute, dann 30 Sekunden und es wird normalerweise immer gesagt, es sind ja nicht wirklich 30 Sekunden, weil man natürlich den Ablauf schnell halten will. Deswegen war ich ewig lang im Begrenzer und irgendwann dachte ich mir, ja okay, jetzt wird es langsam ein bisschen weird und habe wieder zurückgedreht und genau in dem Moment hat sie die Flagge gesprengt. Eigentlich gar kein schlechter Start. Dann gleich mal geguckt, wo ungefähr meine Bremszone ist. Dann ging es auch schon in den richtigen Race-Start. Einen richtig geilen Start gehabt.
Ich bin eigentlich ganz gut außen an alle vorbeigefahren. Richtung Buchhübel konnte ich auch noch an Kevin Orges vorbeiziehen. Dominik Blersch erstmal Jenkner überholt an einer ziemlich wilden Stelle, also Hut ab. Dann hat sich lange gedauert, Kevin Orges ist mir reingestochen, hör mir auf. Wäre ich eng gefahren, wäre der mir einfach reingefahren, der kam mit so viel Überschuss. Senk ist nicht unbedingt meine Stärke, da habe ich dann im ganzen Rennen schon gemerkt, da musste ich irgendwie noch ein bisschen an mir arbeiten. Und an der Spitzkehre dachte ich mir, oh, ich kann eigentlich ganz gut an Kevin dranbleiben. Ich steche einfach mal innen rein, das hat auch ganz gut geklappt. Aber dann auf Anbremsen, Schikane, kurz vor Start und Ziel, ist dann einfach Kevin wieder vorbeigezogen mit einer Lockerheit. Ich weiß auch nicht, das schaut bei ihm wahrscheinlich wegen seinem Fahrstil immer so locker aus. Aber nichtsdestotrotz hat man ja trotzdem noch gesehen, er ist halt einfach schneller gefahren. War dennoch aber trotzdem an Jenkner dran. Dann kam wieder die Spitzkehre und da habe ich wieder gemerkt, oh, ich habe mich irgendwie wieder ein bisschen verbremst oder so. Auf jeden Fall konnte ich nicht ganz die Linie halten. Und dann kam auch schon Marc Buchner um die Ecke und hat mich auch wieder kurz vor der Schikane überholen können. Ich wollte natürlich dranbleiben, ich wollte pushen. Bin dann in der ersten Links ein bisschen weit rausgekommen. Das war auch wieder so ein erster Wow-Moment. Aber ging noch alles gut. Es ging erstmal wieder weiter. Der Abstand von der vordersten Gruppe wurde immer größer. Habe aber mittlerweile gemerkt, dass auf jeden Fall hinter mir auf jeden Fall was los ist. Felix Klink an der Spitzkehre innen reingestochen, musste aber ein bisschen aufmachen wieder. Ich bin innen rein und konnte mich wieder vor Felix Klink setzen. Felix Klink ist auf jeden Fall heiß. Der ist auf jeden Fall einmal im Hinterrad. Und ich muss jetzt gucken, dass ich die Linie zumache. Von Runde zu Runde wurde es natürlich immer ein bisschen gefährlicher, dass hier so eine Art Last-Corner-Attack von Felix oder dann auch von Mickey irgendwie kam. Und genau deshalb bin ich eigentlich sehr spitz die ganze Zeit gefahren. Ich habe immer versucht, irgendwie die Tür auf jeden Fall zuzulassen. Bei der letzten Runde in die letzte Schikane. Ich bin mega eingefahren, hab schon gemerkt hinter mir, die Jungs sind auf jeden Fall ganz dicht dran. Felix Klink will innen rein, den hebt noch mal ein bisschen raus und so kann Micky Winkler noch mal an Felix vorbeigehen. Ich habe gesehen, hat der Boxentafel, ich bin 8. Platz geworden und den habe ich verteidigt, ohne Gaststarter ran, sogar 7. Ja, ich habe schon echt immer ein bisschen Angst gehabt, dass du jeden Moment irgendwo reinstichst. Hast du gemerkt, ich bin einfach irgendwie so richtig asozial irgendwie die ganzen Kurven immer zugemacht und habe selber meine ganze Linie kaputt gemacht. Aber Hauptsache, du kommst nicht irgendwie von hinten vorbei. Rennen 1 eigentlich wirklich zufrieden, zeittechnisch nochmal gut gesteigert. Also wir hätten mit den Problemen, die wir in den Qualis hatten, hätten wir nicht gedacht, dass sie so konstant ist, weil in den Qualis, da war die Konstanz noch nicht da. Die vorne fahren einfach noch eine Sekunde schneller vor ihm. Wenn er dann aufschließen kann, dann ist wieder so eine Top-5-Platzierung möglich. Der Plan für morgen ist auf jeden Fall, irgendwie an die 27 ranzukommen. Ich muss mich definitiv noch verbessern an der Seng. Ziel ist auf jeden Fall Top-5. Also ich habe mich jetzt doch entschieden, neue Bremsbeläge reinzumachen. Wir haben hier nur wenig richtig harte Bremsphasen und genau dazwischen kühlt halt die Bremse wieder sehr, sehr stark aus. Führt dazu, dass die Beläge leicht verzogen sind. Fehlt gerade so ein bisschen der Step noch, ein Step weiterzukommen. Aber trotzdem 28.2, 28.0, die Zeiten, die er fährt, das ist schon verdammt schnell. Zur Spitze, da fehlt jetzt vielleicht an jeder Kurve nur noch so eine Zehntel. Das ist alles nur noch ein bisschen da. Das kommt mit der Zeit. Ja, ist ja noch ziemlich unerfahren, ist ja erst das zweite Jahr. Er ist auf einem sehr guten Weg gerade schon. Flo kam gerade um die Ecke. Sie haben die Daten von Paul Fröde und Flo Alt ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die Front noch mal etwas anheben, ohne quasi Matze davon direkt zu erzählen, damit er mit dem gleichen Mindset und dem gleichen Gefühl rausfährt und sich nicht sein Fahrstil aufs neue Fahrwerk anpasst, sondern das Fahrwerk soll für ihn arbeiten. Gibt noch mal ein bisschen Turning und in spitzen Ecken mehr Last aufs Hinterrad. Aber er grippert.
muss dazu sagen, die Gripverhältnisse sind generell ein bisschen schwierig hier. Ja. Der Wind wird ein bisschen schwierig jetzt. Ich bin auch gespannt, ne? Das ja. ist nicht ohne. Den merkst du auf jeden Fall. Hast doch bis jetzt deine beste Saison ever. Das stimmt, ja. Aber der Ehrgeiz ist, wird halt immer größer, ne? Ja, der Druck ist auf jeden Fall größer geworden, weil natürlich jeder die bisherigen Ergebnisse gesehen hat. Auf jeden Fall sehr aufregend. Wir hatten jetzt kurz davor mal einen kleinen Schauer gehabt. Das macht natürlich im Kopf auch ein bisschen was mit einem. Du hast vorne neue Bremsbeläge drin. Fahrst in der Einrollrunde und in dem Pre-Start quasi ein bisschen ein. Fahr einfach so, wie du immer fährst. Ja. Denk dran, Körperposition, Bike aufrichten. Kämpf ein bisschen. Dann wird das. Was krachen, Digga, du hast beste Material, gib ihm. Es geht los, Race Start. Ich feuer nach vorne, sehe vor mir wieder Felix Klink und Micky Winkler, genauso wie im letzten Rennen. Versuche wieder mein Manöver außenrum, aber leider hat es diesmal nicht so geklappt. Ich bin ein bisschen zu weit rausgekommen, musste deswegen den Gashahn wieder ein bisschen zumachen und musste mich wieder hinter den beiden eingliedern. Dann ging es über Buchhügel links, rechts und wieder auf die Links. Da habe ich noch mal kurz gedacht, kann ich bei Felix reinstechen. Hat aber leider doch nicht mehr so geklappt. Richtung Dorf, links umlegen, dann wieder auf die rechts. Habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht kann ich da noch mal kurz reinstechen. Hat aber auch nicht geklappt, war auch viel zu langsam dafür eigentlich. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich echt verbessert in der Seng. Ich habe echt das einfach umgesetzt, was mir noch gestern gesagt wurde. Einfach ein bisschen schneller durchfahren. Dann ging es auf die Spitzkehre zu, es ging nach links rein, ich bremse richtig hart an und wäre Felix fast in die Karre gefahren. Bin aber dennoch ganz gut rausgekommen und an Micky Winkler vorbeigefahren. Dann noch in derselben Runde rechts auf die Links, ich bin einen Ticken besser rausgekommen und da kam natürlich auch wieder ein bisschen die Honda Power zur Geltung. Schön an Felix Klink auf seiner Cover vorbei, auf Start und Ziel. Hab dann auch gleich beim Anbremsen gemerkt, oh, da habe ich ein bisschen arg gepusht. Hinterrad hat definitiv stark gewackelt. Dann ist erstmal gar nicht so viel passiert. Dennoch habe ich aber meinen eigenen Rundenrekord geknackt. Bin unter die 1,28 gefahren, 1,27 hoch. Dann kam aber schon die rote Flagge, die ich eigentlich auch sehr spät gesehen habe. Zurück in die Boxengasse. Da haben dann die Jungs schon auf mich gewartet. Schön die Reifenwärmer wieder drauf. Ich finde es gar nicht gut, dass jetzt quasi die Runden verkürzt werden. Wir fahren jetzt 7 Runden noch, weil wir brauchen die Ausdauer hinten raus, damit wir Plätze gut machen können. Und Matze fährt da sehr konstant. Deswegen ist ein kurzes Rennen an der Stelle echt nicht gut. Nach ungefähr 20 Minuten ging es dann auch endlich wieder los auf die Strecke. Absolutes Sprintrennen. Jetzt heißt es Vollgas geben. Es ging los nach vorne, hab gleich mal auf Start und Ziel schon Felix Klink und Micky Winkler überholt. In der ersten links bin ich innen reingegangen. Johann Flammann ist wohl ein bisschen weit, hat somit Marc Neumann und auch Dominik Blersch ein bisschen zur Seite gedrängt. Bin vorhin zum Buchhügel gekommen und konnte mir wirklich von 10 auf 4 den vierten Platz erstmal sichern. Dann hatte ich vor mir Philipp Gengelbach, Kevin Orges und Jenkner. Das war auf jeden Fall eine ziemlich schnelle Truppe. Habe aber auch irgendwie gemerkt, ja, ich kann gar dranbleiben. Also es klappt viel besser als im Rennen 1. Dann in der Spitzkehre kommt der erste Angriff von Gengelbach, zieht bei Kevin Orges in die Mitte rein, fahren beide gleichzeitig hoch in Richtung Schikane und ich wäre noch fast Kevin Orges reingefahren und wir fahren alle zusammen in Richtung Start und Ziel. Schikane vor Start und Ziel wurde dann auch noch Jenkner überholt. Also hatte ich Jenkner genau vor mir. Kam aber wirklich immer wieder ran. Das hat mich echt fasziniert, weil ich eben wusste, wie sehr mir die vordere Gruppe im Rennen 1 davon gefahren ist und wie gut ich jetzt auf einmal im Rennen 2 dranbleiben konnte. Dann war noch mal eine kurze Stelle, als ich Jenkner fast wieder ins Hinterrad gefahren wäre.
Ja, bin dann wieder ein bisschen schlechter rausgekommen aus der Kurve. Es ging die lange links in Richtung Seng runter und ich habe auf einmal gemerkt, ich kann wirklich an Jänkner dranbleiben, beziehungsweise ich habe sogar einen schnelleren Speed auf die Seng runter. Also ihr müsst euch vorstellen, die Seng ist ungefähr die ekligste und die schnellste Stelle an dem ganzen Track und somit war ich vorne vor Jänkner und auf dritten Platz. So, dann ging es auf die Schikane zu. Ich habe irgendwie anscheinend ein bisschen später gebremst. Auf jeden Fall bin ich dermaßen auf Kevin Orges aufgelaufen. Und somit ist Jänkner wieder von hinten an mir vorbei auf der Bremse. Ich bin dran geblieben und das war einfach ein geiles Gefühl für mich. An der Schikane, ich wollte raus beschleunigen und hatte wieder einen richtig schönen Highsider. Und habe wieder Zeit verloren auf Jänkner. Und ehe ich mich versehen habe, ist dann auch schon Johann Flammern von der Seite gekommen. Haben uns noch kurz berührt beim Rechtsumlegen und er ist vorbei. Ich bin trotzdem zufrieden, dass ich mich komplett abreißen lassen habe. Und somit bin ich im fünften Platz ins Ziel gekommen. War ein geiles Rennen, hat Spaß gemacht. Auch wenn ich einen Platz verloren habe an Johann, aber hat Spaß gemacht. Es hat alles im allem einfach auch Spaß gemacht, an der Boxenmauer zu stehen. Puls war da, stabile fünfte Platz. Das freut einen einfach zu sehen. Mega Leistung für Schleiz, müssen wir erstmal machen. Wir müssen jetzt weiterarbeiten, alles noch ein bisschen besser machen. Und das Potenzial ist auf jeden Fall da. Im Gegensatz zu letztes Jahr auf jeden Fall eine richtig, richtig große Steigerung. 1,27,4, das war meine Bestzeit und das auch relativ konstant. Also solange es für mich nach vorne geht, ist das auf jeden Fall eine geile Nummer und das freut mich auf jeden Fall und ich freue mich auf Assen. Für Assen sind wir leider relativ unvorbereitet. Ich habe das eine Training nicht mitmachen können, weil ich da schon in Moss trainiert habe. In Assen war es das letzte Mal, das erste Mal, also 2022 das erste Jahr. Bin gespannt, wie Assen wird, wenn ich da eigentlich wieder relativ frisch reinkomme. Das heißt, wieder viel Sim-Racer fahren und viel digital üben.